Nach drei recht schwankungsarmen Börsenmonaten bewegten sich die Kurse im August wieder mehr. Das lag vor allem an Nordkorea und an einigen politischen Entscheidungen von Donald Trump, die weiterhin für etwas Unruhe sorgen. Sprich, die Volatilität an den Märkten nahm wieder etwas zu. Dabei blieben die Konjunkturdaten insbesondere in Europa gut und die Quartalszahlensaison fiel gerade für die USA und für Japan, aber auch für Europa gut aus. In diesem Umfeld konsolidierten die Aktienmärkte also weiter. Die gestiegene Unsicherheit sorgte an den Rentenmärkten wieder für mehr Nachfrage nach sicheren Häfen, wie zum Beispiel Bundesanleihen. Die Rendite für die 10-Jährigen fiel dabei weiter auf nur noch 0,4%. Und auch der Goldpreis, Gold war natürlich in diesem Umfeld auch wieder mehr gefragt, bewegte sich nach oben in Richtung 1300 Dollar je Feinunze. Trotz der jüngsten Kursrückgänge bleibt der Grundtrend an den Aktienmärkten aufwärts gerichtet. Dabei gewinnt der konjunkturelle Aufschwung insbesondere in Euroland zunehmend an Breite, wie das Wachstum von 2,1% im zweiten Quartal auch zeigt. Obwohl sowohl die EZB als auch die Fed im September und Oktober voraussichtlich einen etwas restriktiveren Kurs ankündigen werden, bleibt die geldpolitische Unterstützung von den Top 3 Notenbanken inklusive der Bank of Japan nach wie vor wirklich präsent. Das heißt, es wird weiterhin summa summarum frisches Geld in die Märkte gepumpt. Und das ist ein sehr wichtiger Treibstoff für die Aktienmärkte bzw. eine sehr wichtige Unterstützung. Der Chart zeigt den Zusammenhang dieser Notenbank-Liquidität, die zusätzlich zur Verfügung gestellt wird, im Zusammenhang mit den weltweiten Aktienmärkten sehr deutlich. Aber natürlich können solche Ankündigungen von Notenbankseiten für mehr Nervosität sorgen, für mehr Schwankungen und das ist auch durchaus was, was wir im September und Oktober erwarten. Wir bleiben in diesem Umfeld für Aktien leicht übergewichtet, vor allem in Japan und in Europa und den Schwellenländern, während wir für die Wall Street nach wie vor etwas vorsichtiger eingestellt sind. Noch wichtiger dürfte die Notenbankentscheidungen für die Rentenmärkte werden. Denn umso klarer und umso überzeugender kommuniziert wird, wie gebremst werden soll und umso stärker das Ausmaß der Rückführung, zum Beispiel der Anleihekäufe der EZB, angekündigt wird, was voraussichtlich ab Anfang 2018 geschehen wird, umso deutlicher dürften auch die Renditen an den Bondmärkten anziehen. Wir sehen im Chart momentan die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen und für 10-jährige US-Staatsanleihen auf sehr niedrigem Niveau und wir rechnen hier mit anziehenden Tendenzen in den nächsten Monaten. Grundsätzlich ist es so, dass die verzweifelte Suche von Anlegern nach Rendite nach wie vor dafür sorgt, dass die Übernahme von Risiken auf der Anleihenseite sowohl auf Seiten von Ländern als auch auf Seiten von Unternehmen für wenig Renditeaufschläge sorgt, sprich relativ schlecht bezahlt wird. Von daher bleibt es schwierig, auf der Bondseite wirklich eine nachhaltige Rendite zu erzielen und wir bleiben hier ganz klar untergewichtet im kurzen bis maximal mittleren Laufzeitenbereich. Wir bleiben auch stark diversifiziert, einfach deswegen, um die Risiken auf der Anleihenseite möglichst gering zu halten. Im saisonal, meist insbesondere in den USA, etwas schwierigen Börsenmonat September dürfte aus Marktsicht heraus weder die Bundestagswahl am 24. September noch sonstige politische oder Konjunkturtermine für größere Unsicherheit sorgen. Der Hauptfaktor aus Sicht der Märkte werden tatsächlich die Notenbanktreffen sein, die EZB am 7. und die Fed am 20. September. In den USA könnte daneben ein Streit um die Anhebung der Staatsverschuldungsobergrenze für Unruhe sorgen. Donald Trump hat hier schon etwas geschürt und es ist nur einer der Unsicherheitsfaktoren, wo Trump sicherlich eine Rolle spielen wird, auch im September. Doch mehr dazu dann beim nächsten Mal.